Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Echo. Eine weitere Aufnahmesession in einem Sonntagsstream. Ihr seid vielleicht diesmal dabei, ich weiß nicht. Ich grüße euch einfach mal an dieser Stelle. Hallo, alle im Stream. Es ist jetzt etwas über 3 Tage her, dass ich auf dem Server war. Gucken, je nachdem, wie viele Folgen wir da machen, dann kann ich überlegen, vielleicht gibt es ja auch ein bisschen öfters eine Folge. Wobei, im Moment gibt es an 5 Tagen der Woche eine Folge Echo. Und das kommt bei euch auch echt gut an. So, immer wenn man auf den Server kommt, ist das große Problem, ich habe Hunger. Und von den lieben Synapsen hier auf dem Server wurde Essen, nämlich Erde, in die Kiste gelegt. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Wo war das denn? War das drin? Nee, da war es drin. Ich habe hier aber auch noch, warte mal, ich habe doch noch ein Feuer gehabt. Storage. Hier haben wir noch ein paar Schnitzel. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal, nehme ich mir die mal mit. Nehme ich mal hier raus. Wie lange die haltbar sind, wa? Wer will die noch essen, wenn da, wenn die so lange da im Feuer gelegen haben? Obwohl, die sind wahrscheinlich so Briketts, dass man da das ruhig essen kann. So, Charred Corn. Was war das andere? Campfire Beans. Ich soll von schlecht nach gut essen. Nach was sollte ich nochmal gucken? Protein und Fat Carbs. Also, ich würde sagen, wir hauen uns erstmal 35, 5 Vitamine. Na, geh weiter. 35, 20, 35. Also wir fangen mal hier wirklich sagen an. Ziehen mal die Hälfte rein. Dann ziehen wir noch so einen rein. Und ein paar Bohnen. Sehr gut. Ein Schnitzel macht... So, und jetzt ziehe ich mir noch ein Schnitzel. Kann ich das Schnitzel noch essen? Oh Gott. Warte mal, wir machen einen Rucksack auf und ziehen mal das Schnitzel auch ins Essen. Ja, ging. Sehr gut. Ja. Das sieht gut aus. Weißt du was, dann nehme ich mir noch eine Bohne mit. Nee, geht nicht. Oder noch ein Dings. Geht auch nicht mehr. Achso, da bin ich zu satt zu. Aber guck mal, das ist eine schöne ausgewogene Ernährung. Kohlenhydrate, Proteine viel, wenig Fett, 4,1, viel Vitamine. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube, ich bin einigermaßen, ne? Was haben wir hier eigentlich noch dabei? Huckleberry Seeds. Wisst ihr was? Wir sind jetzt erstmal gesättigt. Na, Rucksack zu. In die Tasten nicht. Wir können ja mal hier ernten. Und dann müssen wir... Na super. Den Chat wieder hier so hoch. Warte mal, den hat es jetzt verschoben. Schiebe ich mal so oben in die... Ja. So. Also aus dem Weg. So, wir müssen unbedingt hier das Gelände ein bisschen angleichen. So. Wir haben jetzt 4 von diesem Blaubeerkram. Kann man eigentlich das Gras hier wegmachen? Was laut. Wieso ist das so laut? Ganz kurz, ich muss mal kurz die Lautstärke kontrollieren. Musik, SFX. Ich glaube, da gehe ich mal hier ein bisschen nach unten. Probieren wir es mal so. So. Das ist schon angenehmer für meine Ohren. So, dann würde ich sagen, setzen wir... Dalinos, grüß dich. Dann setzen wir hier mal 5-mal wieder die rote Beete an. So, und was hatte ich noch dabei? Ich hatte noch hier diese anderen dabei. Schicker Hut hat er. Dann setze ich die hier nebendran. Das sind diese Blaubeeren, ne? Auch noch 2, naja. Ey, Vogel, sitzt auf meine Ernte. Ich glaube, es brennt. So, Birdseed. Ah, Birkensamen und Cedar. Was war nochmal Cedar? Waren auch Bäume, ne? Ist auf jeden Fall ein Baumsymbol drauf. Und Bunchgrass. Da können wir gleich mal zeigen, wie man Bäume pflanzt, würde ich sagen, oder? Machen wir das? Ich weiß nicht, kriege ich die Rampen? Kriege ich doch in mein Inventar, wa? Ja. Warte mal, dann werfen wir mal hier die Hake. Das ist das Straßentool. Und dann machen wir einfach hier die... Die Baumsamen machen wir hier hin und werden die mal gleich pflanzen. Die kriegt man übrigens relativ selten. Also man muss schon sehr, man muss da schon sehr viel
Glück haben, beziehungsweise einen hohen Skill, dass da die Samen aus den Blättern rauskommen bei den Bäumen. So einen Hut machen, das wäre ja nett. Würde ich gerne einnehmen, einen Hut. Oh, was ist denn hier los? Wow. Eine Autobahn wurde gebaut. Schauen wir uns mal an. Weg zur Town Hall. In progress. Wir bitten um Geduld. Das gucken wir uns gleich mal an. Hallo, Dalinus. Der Weg zur Town Hall mit Brücke übers Wasser. Sehr stark. Cool. Ganz schön massive Brücke. Also da kann nicht viel passieren, würde ich mal behaupten. Haben sie einiges gebaut hier in der Zeit. Ach, guck mal hier. Rettungsstraßen. Warte mal, das Loch müssen wir aber auffüllen. Die Fläche brauchen wir. Da müssen wir ein bisschen Erde auffüllen, glaube ich, langfristig. Ich bin ja sowieso am Überlegen, ob wir hier irgendwie eine Schicht abtragen. Also ich glaube, die hier. Dass wir hier vielleicht diesen vorderen Teil abtragen. Wer hat denn hier hingebaut? Was ist denn da drunter? Pizza? Oder ein Glitch? Hallo? Eine Kiste ist denn das bitte? Public Storage. What? Schauen wir mal auf die World Map. War ich auch schon lange nicht mehr drauf. Ach, guck mal. Direkt nebendran. Climber. Ist recht. Ich glaube, es brennt. Schön hier das Land annektiert. Ich meine, hier ist so viel Platz hier hinten. Hier hätten wir doch hier hinten bauen können. Kerls! Gott, was ist hier entstanden? Guckt euch das mal an. Wow. Wow. Guck mal, was hier Platz ist. Und überall könnte man bauen. Und da wird direkt der Minias eingebaut. Da unten. Direkt angekuschelt an die Ecke. Ich glaube, es brennt. Eieiei. Naja. Oh, die Sonne geht auf. Schöne Musik. Hört man die Musik überhaupt noch ganz leise, gell? Leise wie der Sonnenaufgang hier in Synapsia. So, wir wollten Bäume pflanzen. Das tun wir jetzt auch. Hier planieren und so weiter, das werde ich mir jetzt mal ersparen. Dann werden wir direkt mal frische Bäume hier hinsetzen. Das müsste die Hacke sein. Wie viel Abstand haben die denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. So. 1, 2, 5. Na komm. Hacke. So, davon haben wir aber 4. Warte mal, wir müssen viel mehr machen. Da kommen wir nicht hin. 1, 2, 3 Platz. Quatsch, ich setze den einfach hier drauf. Komm. Oh, daneben. Naja, wurscht. Der braucht schon symmetrisch. Ich gehe nach hinten raus noch ein bisschen. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Jetzt haben wir 2, 3. Dann setzen wir die hier erstmal da rein. In der Hoffnung, dass hier Bäume draus wachsen. So. So. Und jetzt haben wir noch 3. Wie viel hatte ich hier gemacht? So, das müsste genau hinhauen. Once. Na, komm. Hat er schon? Hat er schon. 2. Den letzten hier oben. Sehr schön. So, bald haben wir hier einen schicken Wald mit schicken Bäumen. So super. So. So, dann hat man noch was. Und zwar hier unten war das Problem, dass ich hier nicht bauen konnte, weil ich keine Autorisierung hatte. Und mir wurde Autorisierung gewährt. Darf nämlich jetzt auch hier rein. Wow. Wow, was eine Mine. Guck mal hier ist gar keine Erde mehr drin. Dass der Berg noch nicht zusammengebrochen ist, ist ja echt ein Wunder. Das ist ja. Das müssen wir irgendwie abstützen. Da müssen Stützbalken rein. Das sieht doch schwierig aus. Warte mal. Der Baum. Der sieht gar nicht mehr gut aus. Machen wir kurz ein paar Stützbalken. Oh, aua. Okay.
entastet sozusagen. Die Sonne geht auf, sehr schön. Mag Sonne. So. 7. Dann stützen wir das Ganze mal ab. Und zwar. Puh. Hä? Oh, falsch gesetzt. Hier so eine kleine Wand hin einfach. Kann man das nicht auch so machen? So. So. Und vielleicht eine Querstrebe hin, ne? Ne, das sieht scheiße aus. Das sieht nicht gut aus. So. So, dann machen wir einfach den Eingang hier zu, komm. Was soll der Geiz? Wie kommen wir da oben rein? Kommen wir. Das gibt's doch gar nicht jetzt. So. Müsste dann aber reichen. Den Rest nehme ich mir mit. Muss ja noch ein Geländer für meinen Balkon machen. Ist er. Ist er. Raus. Weit weg. Ups. Das gibt's doch gar nicht. Bleibt das halt so. Nicht schön, aber selten. So, den Rest nehme ich jetzt mit nach oben. Nicht komplett? Nee, das noch nicht. Hier. 9. Das müssen wir doch irgendwie hier zumachen. Das ist nicht schick. Okay, lassen wir einfach so. So. Bringen wir das mal nach oben. Der hat auch einen Hirsch auf dem Dach. Die haben alle kein richtiges Dach gemacht. Ich glaube, daran liegt's. Wobei, beim letzten Mal sind die Hirsche ja geflüchtet, nachdem ich an der Seite praktisch wie so ein Geländer gesetzt habe. Isablo, hi. So, wo kann ich das Ding herstellen? War das hier? Ach, Moment. Wollten wir nicht ein Carpentry Table machen? Ah, ich erinnere mich wieder. Genau, wir wollten ein Carpentry Table machen. Dazu braucht man Bretter. Gut, dann hole ich mal ein bisschen Holz. Achchen. Was? Was ist da drin? Oh, was zu essen. Wurst. Cherried Sauce. Sausage. Und Wild Stew. Lecker Eintopf. Und Blaubeer. Ah, da sind aber Kohlenhydrate drin. Aber 35 Vitamine wegen den Blaubeeren. Yummy. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wo ist er hin? Weg ist er. Vielen Dank, Diablo. Und Schmetterling in meinem Haus. Habt ihr gesehen? Da ist er weg. Ich Schmetterling. Ich in die Freiheit. Ja, cool. Dann hole ich nochmal den Rest von dem Baum. Boah, ist der groß geworden. Boah, ist der groß geworden, der Baum. Den lass mal stehen, der ist schön. Ich glaube, mit meiner Stütze hier, das baue ich wieder ab. Ich lasse nur hier vorne so eine Stütze drin. Nehmen wir das Holz für meine Verarbeitung von meinem Geländer. Man muss ja mit den Ressourcen schonend umgehen. Und dazu gehört nicht hier Abstützen für die Mine zu bauen. Also zumindest nicht in der Größe. Ja, noch eine Menge Skillpunkte sind übrig. Die werden wir auch noch verbrauchen, auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir hier den Carpentry-Tisch fertig kriegen. Das machen wir dann. So, macht er weiter. So, wie viel haben wir denn? Carpentry Table. 5, 3. 30 Sekunden. Dann hole ich noch ein bisschen Holz. Damit wir zumindest diese Bretter fertig kriegen. Hier sind überall Tiere auf den Dächern. Seht ihr das? Das ist aber ein schöner Weg hier runter, ne? Gefällt mir gut.
So. Wir machen das mal so. So. 7. 10. Am besten müssen wir vielleicht auch so einen Zaun nehmen und ihn übereinander setzen. Ping, 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 ping. So, und dann machen wir einen Ausflug über den Server und gucken uns mal an, was die Leute so gebaut haben. Also die Town Hall, die gebaut worden ist und so weiter. Oder beziehungsweise am Entstehen ist eher gesagt. Die ist ja noch nicht gebaut. So. Mal kurz niesen. Das habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, weil es gemutet worden ist. Profi-Let's Player. Ich niese auch stumm. So, zumindest in der Aufnahme nicht. Die Leute im Stream haben es gehört. So, Carpentry Table. Boah, brauchen wir noch 8 Stück. Wir brauchen noch viel mehr, wir brauchen noch viel mehr Holz. Ich glaube, ich muss jetzt leider mal einen von den Bäumen da hinten. Den Bäumen da hinten killen. Guck mal, hier wird gebaut. Da wird eine Straße gebaut. Guten Tag. Tag, ihr. Wird die Straße weitergezogen? Was macht ihr? Oh, was entsteht hier? Darklord Bane, guten Tag. Oh, einen schicken Hut. Und schicker Bart. Schicke Haare. Und schicker Hut. Ihr habt ja alle so tolle Hüte. Hallo, Lastik. Hi. Und jetzt? Das Loch ist zu. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön fürs Loch zumachen. Es gibt direkt einen Screenshot. Eieiei. Kriegen wir das noch näher? So. So. Das Loch ist zu. Vielen Dank. Ihr seid cool. Dankeschön. Sehr geil. Kommen Sie mit dem Erdkahn vorbei und machen das Loch zu. Wie cool. Freue ich mich gerade. Schön. So, ich würde sagen, den einen Baum, den killen wir hier nochmal. Und dann, nächste Folge machen wir es, dann werden wir uns ein bisschen umschauen. Zu Cannot. Ach, die blöden Properties. Kann doch nicht dein Ernst sein. Darf ich hier? Hier darf ich anscheinend. Oh. Baum hat sich verklemmt. Hallo? Gibt's doch gar nicht. Muss ich den Ast hier entfernen oder was? Warte mal, ich kann ja hier. Verhäng dich da nicht. Ah, die Wurzel wegmachen war der Trick. Dankeschön, Wimbold. Baum befreit. 9. Okay, cool. Das Loch ist zu. Ich werde nicht mehr. Das ist cool, danke. Das ist klasse. So. Jetzt werden wir noch ein bisschen Holz hier reinschaffen. Und ich werde den Rest noch holen. Und dann gucken wir einfach mal. Ah, die Büsche wachsen so langsam, glaube ich. Oh, der ist noch zu groß. 7. Sind das 3? Ne, ist mehr als 3. So. 9. Ach ja. So, da drüben werden wir uns demnächst umgucken. Guckt euch das mal an. Mann, 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 wie das da drüben aussieht.
Ja, der Hammer. Machen wir gleich zum Abschluss der Folge. Schauen wir uns noch diese fantastische Wand an. So. You got 4 Locks. So. Ab in die Kiste rein. Und wie viel brauchen wir denn noch? Carpentry. Nochmal. Oh, nur noch 2. Wie geil ist das denn bitte? Current Project 0. Ah, jetzt legt er los. Leichte Latenzen. Hey, Wimbold. Ein Hut! In Minjas ein Hut. Das finde ich gut. Coole Sache. So, Minjas kriegt einen Hut. Wie geil ist das denn bitte? Hä, wieso habe ich auf einmal rote Haare, wenn ich das Ding aufsetze? Hä? Wie sieht denn das aus? Wieso sind Haare an dem Hut? Derby-Hut. Hä? Ich habe doch graue Haare. Egal. Einmal im Leben Punk sein. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. Das gucken wir uns in der nächsten Folge da drüben an. Wir haben die Beete nachgepflanzt. Wir haben neue Bäume gepflanzt. Wir haben die Synapsen gesehen, welch großartige Gruppenarbeit dahin entstanden ist. Ein Loch ist in kürzester Zeit geschlossen worden. Ich bin stolz auf euch. Dankeschön dafür. Und unser Nachbar kann sich mal überlegen, ob er eventuell ein bisschen anklemmt. Also ich muss ihn da vielleicht als Admin aktiv werden. Mal gucken. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder aus dem Grünen, aus Synapsia. Und wir hoffen, dass sich da bis dahin alles zum Guten windet. Denn ich habe jetzt rote Haare. Macht's gut bis dahin. Tschüss.